Auf welchem Level sind die denn? Kann ich denn hier trainieren? Nee, echt nicht. Nee, vergiss es. Zack, weg mit dir. Dann brauche ich jetzt unbedingt Superschutz, weil das ist sonst ziemlich blöd hier. Superschutz! Ha. Sehr gut. Boah, zum ersten Mal in Kristall, dass ich hier den Zinnturm erklimme. Es ist der Wahnsinn. So, einmal so. Einmal so. Ja, dann geht's ja hier schon hoch. Wahrscheinlich links, oder? Puh, da sind zwar Items, aber die interessieren mich jetzt nicht. Da geht's schon weiter, sieh mal an. Da geht's so hin. Oh nein, und jetzt? Ich gehe mal nach unten. Ich denke, man muss irgendwie immer die Mitte ansteuern, oder? Hier ist ein Item. Ein Sonderbonbon, das ist schon mal sehr gut. Ja, ja, kann ich gebrauchen. So, jetzt haben wir zwei... Nee, ein Pfad sowieso nur. Okay, dann gehe ich den eben mal... Hey, geil! Nee, hier geht's runter, scheiße. Wieso geht's hier runter? Das ist nicht so geil. Da geht's wieder hoch. Ja, jetzt gibt's natürlich verschiedene Treppen. Das ist natürlich noch gemeiner. Okay, da gehe ich hier mal hoch. Was? Das führt ins Nichts. Alles klar, ganz toll. Da müssen wir halt wieder zurück. Ja, dann stimmt das schon hier. Dann muss ich nur eine andere Leiter finden, aber wo? Dann gehe ich mal da lang. Okay, das bringt auch nichts. Gehe ich mal da lang. Dann bin ich wieder in der Mitte. Das ist ja blöd. Finde jetzt mal den richtigen Weg, ne? Das ist echt... Katastrophe. Gibt's hier vielleicht noch eine Treppe? Von da kam ich doch, oder? Da hinten. Hier ist ja eine Treppe. Schutz wirkt nicht mehr, das ist ganz toll. Wie viel habe ich denn noch? 16, da müssen wir eigentlich klarkommen damit. Hoffe ich. Ich guck mal, wenn ich hier runtergehe, ist da was? Nee, da ist halt nur dieselbe hier nochmal. Tja. Also die ist auf jeden Fall richtig, muss sein. Da muss hier irgendwo noch eine Treppe sein, aber wo? Da muss ich hier lang gehen. Hier lang gehen. Ich darf nicht in die Mitte, ich sehe schon. Hier? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Ah! Hier! Sind wir schon oben? Nein, noch nicht. Aber fast, glaube ich. Ein Top-Trank. So, so. Hier sind schon ziemlich gute Items im Turm. Ich glaube, wir sind oben, doch. Hier ist eine Brücke oder so. Wir müssten eigentlich oben sein jetzt. Da geht's nämlich wieder zurück. Das ist nur noch ein Weg. Da ist ein Teleporter? Was? Wieso? Willst du mich verarschen? Geht's jetzt auch noch mit Teleportern hier los, oder was? Joa, wie gemein. Alles easy, ne? Alles klar, hier. Sonst noch Scherze hier auf Lager. Einfach, dass es komplizierter wird. Links oder rechts? Links. War das richtig? Das war nicht ganz richtig. Aber ich habe ein Nugget gefunden. Hey, das bringt Kohle, meine Freunde. Das ist ja schon mal gut. Okay, dann halt rechts. Okay, noch ein Item. Boah, Alter, Teleporter. Ich glaube, ich hänge. Es wird immer gemeiner hier. Wer hat diesen Turm gebaut, ey? Gut, dann ist das alles falsch. Dann müssen wir hier zurück. Müssen wir auch zurückporten, tatsächlich. Dann ist ja hier noch einer. Achso, den haben wir ja benutzt. Schutz wirklich mehr. Ah, das ist easy. Kein Problem. Top Beleber. Alter, hier sind so gute Items. Was ist denn hier los? So, war das richtig? Ja, es gibt eigentlich nur noch diesen Weg. Ah, sieh an. Ah. KP Plus. Ja, okay, ist jetzt nicht so. Muss ich nicht unbedingt haben. Ist das alles richtig? Hä? Jetzt bin ich langsam verwirrt. Oh, ein Item. Top Genesung. Boah. So gute Items.
Das muss jetzt... Scheiße. Doch, hier geht's hoch. Ja, wir sind auf dem Turm. Wir sind auf der Spitze. Das ist das Dach. Ja, sehr gut. Dann speichere ich hier jetzt nochmal ab. Und dann kämpfen wir gegen Ho-Oh. Mensch, das geht ja viel schneller, als ich gedacht habe heute. Da steht es. Ho-Oh. Krass. Der Herrscher eigentlich über Entei, Raikou und Suicune. Und Lugia ist eigentlich der Herrscher über Zapdos, Lavados und Arctos. Deswegen sogar umso trauriger, dass man sie hier nicht fangen kann, die drei Vögel. Gut, ja, gespeichert haben wir ja, haben wir gesagt. Ich speichere einfach nochmal. Was soll der Geiz? Und dann geht's los. Ho-Oh. Hallo. Okay. Ach, sieht hässlich aus. Ja, irgendwie ein bisschen. Hier sieht's besser aus, etwas. Ziemlich angriffslustig. Majestätisch angriffslustig. Es soll, glaube ich, ein Phönix sein. Oder irgendein Misch. Irgendwie, ich glaube, ein Misch aus einer Gottheit und einem Phönix. Level 60, das ist aber hoch. Ist Lugia auch 60? Ja. Okay. Ja, dann na, kriegen wir hin. Donnerschock bisschen. Ich hoffe, ich besiege es jetzt nicht. Ist nämlich sehr effektiv. Es ist Typ Feuerflug. Okay, nee, guck, passt. Guck mal hier, ist ein legendäres Pokémon. Was ist los? Oh mein Gott, es kann Genesung. Auch noch. Mensch. Also, das... Dann setze ich den Funkensprung ein. Das ist ein bisschen stärker. Das könnte jetzt wieder ein etwas längerer Kampf sein. Ja, Lugia konnte ja auch Genesung. Oh, es ist paralysiert. Perfekt. Nee, ist es nicht. Stimmt ja. Oh nein, kann es Solarstrahl? Also normalerweise wäre Paralyse perfekt, aber ne, ihr kennt ja den Bug mittlerweile. Statusveränderungen haben keine Wirkung auf den Fangversuch durch einen Bug im Spiel, leider. Naja, egal. Wir müssen es jetzt einfach versuchen mit den Superbällen. Irgendwann haben wir es schon. Hoffe ich doch. Jetzt habe ich halt natürlich keinen Meisterball mehr übrig, aber ich fange die legendären Pokémon eigentlich sowieso nicht mit Meisterbällen, aber wenn sie eben... Die Wander-Pokémon eben schon. Also Entei, Raikou, Suicune. Suicune wandert zwar hier nicht, aber in den anderen Spielen. Deswegen, da ist es ganz praktisch gewesen. Lorraine wird von einer Fliege angegriffen. Das ist bestimmt Mini-Ho-Oh. Das ist Ho-Ohs Kind oder so. Scheiße, wie stark! Und jetzt brenne ich auch noch. Ist klar. Kann es jetzt Solarstrahl oder nicht? Ich hole einfach... Nein. Ich hole einfach mal Molchi raus. Muss jetzt sein. So, hallo? Ja, das ist halt von sich aus einfach schon ziemlich stark, ne? Von den Feuerattacken her. Und dann hat es noch Sonntag eingesetzt. Das verstärkt natürlich die Feuerattacken. Alter, was ist hier los? Es ist verdammt stark. Oh mein Gott, setz mal den Icy bitte ein. Ja, toll. War's das jetzt für Molchi? Ist das schon die Hälfte? Ich glaube, das war's für Molchi. Oder es bekommt noch ein, zwei KP? 15 sogar. Haben wir ja Glück gehabt. Dann heile ich mal Molchi schnell. Bevor es hier weitergeht. Puh, das wird schon... ein etwas härterer Kampf. Blöd, dass ich jetzt Flamme nicht dabei habe, siehste. Ich glaube, ich hätte Entei gar nicht mit ins Team nehmen müssen, oder? Kann das sein? Ich glaube, es hat gereicht, dass ich alle fange. Ha. Jetzt keine Ahnung. Ich hab's halt jetzt dabei. Nachher wechsle ich es einfach aus gegen Ho-Oh, würde ich mal sagen. Es ist nämlich sehr mächtig. Und das ist, glaube ich, ziemlich gut gegen Rot einfach. Da muss ich nicht trainieren gehen. Nicht unbedingt zumindest. Und das ist vor allem auch Level 60. Ich glaube, ich nehme es einfach mal mit für den Endkampf. Was soll's. Boah, scheiße. Es ist so stark. Allerdings kann er ja Feuersturm nur 5-mal einsetzen. Diesmal wirklich. Das dachte ich ja schon bei Genesung, aber... das kann man ja leider über 20-mal einsetzen oder so. Aber Dings, Feuersturm... Feuersturm wirklich und Sonntag genauso übrigens. Interessant. Setzt es jetzt 5-mal Sonntag ein. Das wäre ziemlich dumm. Genesung,
Sonnentag, Feuersturm, es fehlt noch eine Attacke. Läuterfeuer müsste es eigentlich können. Das ist Ho-Ohs Spezialattacke. Aber vielleicht kann es es auch nicht, weil Lugia kann auch seine Spezialattacke nicht, Luftstoß. Mann, da war ich sehr schockiert darüber. Boah, zweite Mal drin, du Scheißvieh. Fangrate natürlich auch miserabel winzig, ist natürlich klar. Es dauert halt jetzt einfach. Da ist nochmal der Feuersturm. War das jetzt das fünfte Mal? Ich glaube. Es ist so mächtig, das gibt's gar nicht. Jetzt darf ich's wieder heilen. Ja, ja, das ist es halt. So, 184 KP zurück, dankeschön. Windstoß! Was sind das denn für Drecksattacken? Wieso kann es... Wieso können die zwei hier ihre Spezialattacken nicht? Das ist total traurig. Okay. So, Feuersturm. Ja, ja, fünfmal, genau. Sicherheitshalber doch nochmal nachgeschaut. So, nochmal Eishieb, komm, das ist drin. So, wunderbar. Es ist die ganze Zeit paralysiert, das ist ja umso besser. Aber es kann immer noch Genesung, müssen wir ein bisschen aufpassen. Super, war los. Jetzt ist es aber ziemlich geschwächt. Das müssen wir doch jetzt hinbekommen, oder? Bitte. Kann ja wohl nicht sein. Ah, Mann. Es geht mir auf den Geist. Ich habe zwar noch ein bisschen Hyperbälle, aber naja. Tja. 40 Versuche haben wir ja noch. Mal gucken, ob es klappt. Hey, guck mal, es wackelt nicht einmal. Das kommt ja noch dazu. Und da ist Genesung. Tolle Wurst. Ich setze trotzdem weiter Bälle ein, weißt du? Ach ja. Und sonst so, was geht bei euch? Ach Mann. Dass es nicht mal einmal wackelt, ist echt sehr bitter. Hat es... eine noch geringere Fangchance als Lugia, oder was? Das ist gerade echt ein bisschen blöd. Hm. Ja, jetzt setzt es nur noch Windstoß ein. Es kann, glaube ich, auch nur noch Windstoß. Und Genesung. Die zwei Attacken kann es noch. Komm, ein bisschen Eishieb. Es bringt halt eh nichts. Was ist denn da los? Was soll das schon großartig bringen? Ja, jetzt kommt wieder Genesung, weißt du? Voll geil. Ich versuche mal Stärke. Ja, ist okay. Oh, jetzt hör doch auf mit deiner Genesung. Was ist da denn los? Das machst du noch ein paar Mal, dann kannst du nur noch Windstoß. Und danach Verzweifler. Oh Mann, dann verletzt er sich selbst. Dazu darf es halt echt nicht kommen, weil sonst haben wir ein Problem. Dann besiegt es sich selbst, wenn es ja nicht in den Bällen drin bleibt. Richtig blöd. Was ist denn los mit diesem Ho-Oh? Fangrate. Ja, ist dieselbe. Ja, keine Ahnung. Dauert halt jetzt. Ist das nervig. Ja, Windstoß. Hm, schade, dass es hier keinen Timerball gibt. Habe ich irgendwie schon mal erwähnt. Das wäre sehr gut. Hier, Ho-Ohs Aussehen basiert vermutlich auf dem Feng Huang. Feng Huang, ja. Das ist ein Glückssymbol in China. Ja. Und... ja, ähnlich dem Phönix und so, wird er mit dem Feuer assoziiert, ist im Grunde aber ein anderes Fabelwesen und darf mit diesem nicht verwechselt werden. Roter Vogel, ja, so wie Ho-Oh halt aussieht. Gucken wir doch mal. Sein langes, farbenprächtiges Gefieder weist die fünf heiligen Farben auf. So ist der Kopf grün für Güte und...